Servus Freelancer, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Anthem eine Woche früher zocken könnt. Viele Leute fragen danach. In diesem Video erkläre ich euch das Ganze. Fangen wir mit dem PC an. Ich befinde mich jetzt hier auf der Origin-Seite von EA. Mit einem speziellen Abo könnt ihr eben das Game schon eine Woche früher zocken, ab dem 15.02. Normalerweise kommt es eben am 22.02. raus. Ich denke, die meisten PC-Spieler kennen Origin, ist ein spezielles Programm wie Steam. Man kann sich da eben Spiele kaufen, hat eine Bibliothek und kann die eben zocken. Das ist eben von EA. Und die bieten da eben ein Abo an. Das seht ihr hier auch sehr schön. Es heißt Origin Access Basic. Das ist das erste und es gibt einmal Premiere. Wir fangen mit der Basic-Variante an. Das ist wie gesagt ein Abo, kostet 3,99 € oder 24,99 € pro Jahr. Und man hat 10 Stunden frei, kann eben 10 Stunden Anthem zocken ab dem 15.02. Und wenn dann diese 10 Stunden vorbei ist, ist es eben weg. Man hat dann auch nicht ab dem 22. das Game oder so, sondern muss es sich dann natürlich kaufen. Ganz wichtig, man zahlt hier im Endeffekt diese 3,99 €, dass man 10 Stunden zocken kann. Das war's. Wie gesagt, ist ein Abo, muss man natürlich wieder kündigen. Ganz wichtig. Die teure Variante ist da schon besser. Man zahlt da 14,99 € pro Monat und man bekommt hier die Vollversion, sogar die Legion of Dawn Version, also die etwas teurere Variante, wo dann noch die speziellen Rüstungen hat. Und hier kann man ab dem 15.02. die Vollversion zocken. Bedeutet, so viele wollt, ihr habt da kein Limit. Und auch wenn es am 22. rauskommt, könnt ihr wie gesagt weiter zocken, denn ihr habt die Vollversion, nicht nur 10 Stunden, sondern ihr könnt eben so viel zocken, wie ihr möchtet, bis ihr natürlich das Abo kündigt. Ist natürlich auch ein Abo, heißt, wenn ihr nach ein, zwei Monaten keinen Bock mehr habt, dieses Abo zu zahlen, ist natürlich das Spiel weg, der Speicherstand bleibt behalten. Wenn ihr dann später das Spiel kauft, dann könnt ihr natürlich mit dem Spielstand weiterspielen, aber solange das Abo vorhanden ist, könnt ihr eben so viel zocken, wie ihr möchtet. Kommen wir zur Xbox-Version, da gibt es nämlich auch dieses spezielle Abo, es heißt da nur ein bisschen anders, es heißt nämlich EA Access. Man zahlt auch wieder 3,99 € und kann dann ab dem 15. Februar Anthem 10 Stunden lang testen. Hat man die 10 Stunden verbraucht, ist es wie gesagt weg und man muss sich danach natürlich auch wieder ganz normal kaufen und kann dann auch wie am PC, wenn man die Basic-Variante hat, dann erst, wenn man es gekauft hat, auch wieder am 22. zocken. Man hat eben nur 10 Stunden vorab Zugang. Eine teure Variante wie am PC gibt es auf der Xbox nicht. Wenn ihr dieses Abo gekauft habt, möchte ich auch noch ganz kurz zeigen, wo ihr im Xbox Store das Spiel findet, wo man es gratis runterladen kann, denn man hat wie gesagt ja dieses Abo und darf es 10 Stunden testen. Ihr geht ganz normal in den Store, dann natürlich auf die Suche und gebt jetzt hier oben Anthem ein, nicht das U, so. Und dann werdet ihr gleich zweimal die Standardversion sehen. Ihr seht jetzt hier vorne einmal die etwas teure Variante, die Standardversion. Und ihr müsst die hier hinten nehmen, um... Ja, sieht vom Bild her gleich aus. Das ist aber sozusagen diese Testversion mit diesen 10 Stunden. Bei mir natürlich jetzt hier schon, ja, wie soll ich sagen, installiert. Ich kann es direkt spielen. Es sind, glaube ich, 36 GB oder so. Könnt ihr runterladen. Und wie gesagt, dann starten eben diese 10 Stunden. Kommen wir zur PS4. Da muss ich leider sagen, es gibt leider dieses Abo auf der PS4 nicht. Bedeutet, alle PS4-Spieler können eben erst am 22. am ganz normalen Release-Datum loslegen. Falls ein Händler mal das Spiel früher ein, zwei Tage rausgibt, keine Ahnung, ob da die Server online sind, muss man im Endeffekt selber testen. Wie gesagt, so ein Abo gibt es dort leider nicht. Auch ein bisschen seltsam, dass man die PS4 benachteiligt wird. Normalerweise hat sie immer einen Vorteil. Das war's soweit vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer natürlich mehr sehen will, kann auf meinem Kanal vorbeischauen. Da findet ihr alles rund um Anthem. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.